Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitsche. Wir sind hier in der Himmelsfeste, inzwischen sind wir da, jawohl, angekommen. Und jetzt wollen wir mal zu Josie. Stand da, glaube ich, auch, dass man sich zu, dass er mit Josie sprechen wollte. Hm. Wir sollen mit Josie sprechen, wir sollen Colt suchen und natürlich auch mit dem Freund von Varric. Ja. Ich habe einige Erkundigungen über den kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil. Das macht die Dinge noch komplizierter. Im Reich ist immer alles kompliziert. Das scheint ein Steckenpferd der Orlesianer zu sein. Rümpft ihr nur die Nase über das große Spiel, wenn ihr wollt, Kommandant. Aber wir spielen mit maximalem Einsatz und das bis in den Tod. Das Missfallen des Hofes kann ebenso gefährlich sein wie die Venatori. Wir müssen wachsam sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Gefährlich instabil. Was meint ihr damit? Wieso ist die Lage gefährlicher als sonst? Die Kaiserin steckt mitten in einem Bürgerkrieg. Ihr Vetter, Großherzog Gaspard, will den Thron mit Gewalt an sich reißen. Laut Liliana hat eine Gruppe von Elfen beide Armeen sabotiert, um die Kampfhandlungen in die Länge zu ziehen. Orlais hält die Winter in Schach. Wir könnten ganz Thedas verlieren, wenn das Reich Korypheus in die Hände fällt. Selene führt im Schutz eines Maskenballs Friedensgespräche. Alle Mächtigen aus Orlais werden dort sein. Für einen gedungenen Mörder wäre der Ball der ideale Ort, sich zu verstecken. Na, dann warnt doch die Kaiserin. Weiß Selene, in welcher Gefahr sie schwebt? Können wir sie warnen? Ich habe der Kaiserin mehrere Sendschreiben geschickt, weiß aber nicht, ob sie sie erhalten hat. Ich sorge dafür, dass ihr eingeladen werdet, wenn es euch recht ist, Inquisitor. Ja, von uns aus. Aber wir werden das noch nicht machen, weil es für der Hauptquest. Und da sollten wir noch mal ein bisschen höher steigen. Ja. So, da gehen wir noch mal zum Kartentisch. Die müssten ja alle fertig sein. Ernste? Klar. Läuft ja in Echtzeit. Ehrlich? Wir haben die letzte Folge ja gestern gemacht, also müssten die abgeschlossen sein. Ja. So, Tatsache. Da brauchen wir nicht weiter gucken. Du hast ja recht. Wow. So, ja. Was haben wir hier? Verpflichtungen im Sinne der Inquisition? Aha. Ein Rundknauf. Na, nicht schlecht. Halt. Sonst haben wir ein Problem. Verbessertes Amulett. Ja. Kallen traut ihnen da nicht so recht. Unseren neuen Verbündeten. Na gut, Einfluss kann man auch immer brauchen. Mhm. So, dann gucken wir mal. Eine Anfrage aus Hasmal. Oh ja, Arkanistin. Mhm. Die brauchen wir ja unbedingt. Habt ihr meine Nachricht erhalten? Ja, vielen Dank. So, jetzt gucken wir erstmal, hier lesen wir. Nicht. Ah ja, und das vergesse ich meistens. Also, Entschuldigung. Sonst musst du nämlich noch vorlesen, wenn du so weitermachst. Es war nur eine Zeile. Ja. Au. Egal. Schwere Strafe. Ja. Gut, also. Liliana holt sie. Und schon ist sie da. Das wow. Ging fix. Das ging schnell. Gut, ich Liliana. Erhalten. Naja, Arkanistin. Ja. Es muss reichen. Ja. Gut. So, gucken wir doch mal, was das ist. Kommandant Kallen. Mhm. Na klar, kann er machen. Tjo,
Kann ja Kallen machen, ha? Genau. Jo. Okay. Nun denn. Gut, können wir ja gucken, von oben nach unten. Ah ja. Den Schreiber links hoch. Das ist meistens halt irgendwas mit ja. Brüchen. Das ist ja Liliana wahrscheinlich. Das klingt ja wieder nach Verrick, ne? Gut, spielt gut für den Fall aller Achtung. So, Liliana würde ich sagen. Inquisitor. Ab mit dir. Was haben wir hier? Das geht nicht, ist beschäftigt. Muss jemand machen, der beschäftigt ist. Ja. Ja, das wäre ja doch was für Josie. Mit dem Händlerprinzen, das müsste Josie passen, ja. Jo. Na. Hm. Ja. Passt doch. Perfekt. Gut, die sind alle unterwegs. Können wir uns auch auf die Socken machen? Gut, wir wollen mit einigen Leuten reden. Das machen wir auch. Ja, wir klappern sie einfach alle mal ab. Ja, müssen wir ja auch. Ja. Du, wir haben jetzt 5 Inquisitionsboni, aber ich würde mal sagen, dass wir. Haben wir nicht. Immer noch 4. Das war irgendwo falsch geguckt. Ja. Das war gehofft. Hätte mich auch verwundert. Das war wirklich. Wirklich schönes Amulett der Magie auch für jeden. Ist das. Mhm. Gut. Ja, ist ja kein. Ist ja kein. Macht. Ja. Ist ja ein Amulett der Magie. Wow, der Thron sieht komisch aus. Oh, sieht das hier doll aus. Sieht so gespiked aus. Da würde ich mich nicht draufsetzen. Kallen, Pioniere sind hier gefragt. Ah, hier kommt mal rein. Dann gehen wir mal rein. Hallo, wohnt hier jemand? Oh, ist ja schon hübsch angerichtet. So, naja, geht so. Aber so, das ist nur so. Was mag hier wohl früher mal gewesen sein? Ja. Hier ist so viel Platz für was auch immer. Guten Tag. Guten Tag. Haben wir noch nicht. Ich würde gerne mehr über euch erfahren, Solis. Also ja, schön. Kann schon sagen. Was kann ich euch erzählen? Jo. Klar. Was? Fragen wir alles mal durch. So. Ihr habt gesagt, ihr werdet an viele verschiedene Orte gereist. Die Welt oder die Erinnerung an sie wird im Nichts reflektiert. Träumt in alten Ruinen und ihr seht vielleicht eine Stadt, die längst versunken ist. Einige meiner schönsten Erinnerungen fand ich in verfallenen Städten, die schon lange keinen Schatzsucher mehr anlockten. Am besten sind die Schlachtfelder. Dort drücken die Geister so vehement gegen den Schleier, dass ihr ihn mühelos durchschreiten könnt. Denkt ihr dabei an ein bestimmtes Schlachtfeld? Ich träumte in Ostagar, war Zeuge der Brutalität der dunklen Brut und des Heldenmuts der Fereldischen Krieger. Ich sah, wie Alistair und die Heldin von Ferelden das Signalfeuer entzündeten und Loghains ruchlosen Verrat an Kaelins Truppen. Ich kenne die Geschichten. Es wäre interessant zu hören, wie es tatsächlich war. Genau darum geht es. Im Nichts sehe ich Reflexionen erschaffen von Geistern, die auf die Gefühle der Krieger reagieren. In einem Moment sehe ich heroische Wächter, die das Feuer entzünden und einen machthungrigen Unhold, der mit höhnischem Grinsen König Kaelin verrät. Dann sehe ich plötzlich eine geschlagene Armee und einen kampferprobten Kommandeur, der sich weigert, noch mehr Soldaten sinnlos zu opfern. Und ihr könnt nicht sagen, was real ist? Es ist das Nichts. Sie sind alle real. Das war es aber etwas kompliziert. Habt ihr eure Studien immer alleine betrieben? Ganz und gar nicht. Ich pflege viele langjährige Freundschaften. Mit Geistern der Weisheit zum Beispiel. Sie sind besessen von altem Wissen und freudig bereit, alles, was sie gesehen haben, weiterzugeben. Auch Geister der Zweckmäßigkeit halfen mir. Selbst Irrlichter, neugierig und verspielt wie sie sind, wiesen mich zu Schätzen, die ich übersehen hatte. Ich kenne keine Geister dieses Namens. Sie kommen nur selten in diese Welt. Und wenn sie es tun, überlebt ihr Wesen nur selten die Entblößung vor den Leuten, auf die sie treffen. Weisheit und Zweckmäßigkeit verkommen allzu leicht zu Stolz und Wollust.
Soll das heißen, ihr habt euch mit Dämonen des Stolzes und der Wollust angefreundet? Für mich waren sie keine Dämonen. Was meint ihr damit? Das Nichts reflektiert die Gedanken der Lebenden. Erwartet ihr von einem Geist der Weisheit, dass er ein Dämon des Stolzes ist, dann passt er sich an. Und wenn euer Geist frei von verderblichen Einflüssen ist, wenn ihr die Natur des Geistes versteht, dann können sie echte Freunde sein. Ich bin beeindruckt, dass man sich mit Geistern anfreunden kann. Jeder, der zu träumen vermag, hat das Potenzial dazu. Aber nur wenige versuchen es. Meine Freunde waren in guten wie in schlechten Zeiten bei mir. Weil sie jedoch keine Form haben, wie wir sie kennen, sind Geister in den Augen der Kirche keine Personen. Wird Cassandra durch ihre Wangenknochen oder durch ihren Glauben definiert? Oder Varric definiert ihn, sein Brusthaar oder sein Verstand? Sein Brusthaar natürlich. Sie werden nicht durch ihren Körper definiert, aber sie haben einen. Man braucht einen Körper, um als Person zu gelten. Ein Dämon, der von einem Leichnam Besitz ergreift, hat auch einen Körper. Ich meine einen lebendigen Körper. Wie ein Dämon, der von einem lebenden Magier Besitz ergreift, um eine Abscheulichkeit zu werden? In diesem Fall hätte er den Körper nur übernommen, nicht selbst erschaffen. Genau genommen hat eure Mutter euren Körper geschaffen. Mit der freundlichen Hilfe eures Vaters, möchte ich meinen. Darüber habt ihr doch gewiss schon einmal nachgedacht. Gelegentlich, ja. So, das war's erstmal. Na gut. Warum warst du jetzt so konservativ? Gab's keine andere Möglichkeit? Wiedersehen. Die ist ja vielleicht konservativ. Tja, ich muss gestehen, ich habe nicht groß nachgedacht. Man sollte vielleicht ab und zu mal ein bisschen nachdenken, bevor man irgendwo drauf klickt. Ja, genau. Ah ja. Hallo Dorian. Ich speichere mal, bevor ich hier nochmal mehr so Blödsinn mache. Sachen machst. Ja. Nicht hopsen. Sprechen. Großartig, oder? Ja, als wäre es nicht schon schwer genug, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber nein, da muss auch noch aus dem Nichts ein Erzdämon auftauchen, frei nach dem Motto, was, dachtest du, das wird einfach? Nein, ich hatte nur gehofft, du würdest unser Dorf nicht wie einen Ameisenhaufen zertreten. Oh, tut mir leid. So sind Erzdämonen nun mal. Lässt sich nicht ändern. Rede ich zu schnell für euch? Der Angriff kam unerwartet. Wir sind alle verunsichert. Ich bin nicht verunsichert. Ich bin in dieser Geschichte der Held. Warum ist Korypheus dann nicht hinter euch her? Guter Punkt. Macht mich das zu einem Lakaien? Das fände ich bedenklich. Ich hatte immer angenommen, der Älteste hinter den Venatori wäre ein Magister, aber das ist etwas völlig anderes. In Tevinter sagen sie, die Geschichten der Kirche über Magister, die die Verderbnis bringen, seien nur Geschichten. Aber jetzt stehen wir hier genau vor so einem Magister der dunklen Brut. Wer hat die Verderbnis dann in den Augen des Reichs ausgelöst? Ihr wisst ja, wie das ist. Nicht wir. Wir sagen, die dunkle Brut war schon immer da, dass die Magister und die Verderbnis nichts miteinander zu tun haben. Überrascht euch das? Niemand gibt gerne zu, dass er ins Bett gemacht hat. Aber wenn Korypheus einer der Magister war, die die schwarze Stadt betraten und zur dunklen Brut wurden, welche andere Erklärung gibt es dann? Tja. Warum macht euch das wütend? Weil das Reich meine Heimat ist. Ich wusste, was man mich lehrte, konnte nur die halbe Wahrheit sein. Aber ich nahm an, dass es einen wahren Kern enthält. Irgendwo. Aber nein, wir waren es. Wir haben die Welt zerstört. Ja. Ihr habt nichts getan. Das waren diese Männer vor 1000 Jahren. Das stimmt, aber dummerweise ist einer von ihnen ausgesprochen lebendig. Und zu allem Überfluss würden ihm meine schwachsinnigen Landsleute erneut bereitwillig folgen. Niemand wird mir danken, egal was passiert. Und euch auch nicht. Das ist euch doch klar, oder? Kann man nicht wissen. Ja. Wir wissen nicht, was passieren wird. Das weiß niemand. Ihr seid ein Optimist? Was sagt man dazu? Ich habe ein Einhorn gefunden. Ich weiß nur eines. Korypheus muss aufgehalten werden. Männer wie er haben meine Heimat zerstört. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er auch noch die Welt zerstört. Das sind wir einer Meinung. Genau. Oh, und Glückwunsch zu diesem ganzen Inquisitionshokuspokus übrigens. Also wir machen immer eine Gesprächsrunde.
bis eben wie jetzt, bis es aufhört und dann, ne? Ja. Wir haben ja mehrere. Ja, ja. Wir machen das in mehreren Folgen, nicht alles auf einmal. Ja, dann anders mal. Ja. Dann ist nicht so. Man muss mit den Leuten reden, aber man muss ja nicht so. Ich grüße euch, Inquisitor. Das ist doch euer Titel, oder? Ich sollte euch danken. Nach allem, was in Redcliffe passiert ist, hättet ihr am Ende alles verlangen können. Und doch habt ihr uns zu ebenbürtigen Partnern gemacht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ihr habt aus gutem Grund rebelliert. Ich wusste, von allen Leuten würdet ihr es am besten verstehen. Ich war eine graue Wächterin, Großverzauberin, Rebellenführerin. Und jetzt bin ich nichts von alledem. Es ist schon seltsam, wohin einen das Schicksal führt. Aber das wisst ihr selbst ja am besten. Stimmt. Hm. Erstaunlich, sie war eine graue Wächterin. Ja. Ihr wart einmal eine graue Wächterin? Für mich gelten besondere Umstände, Inquisitor. Normalerweise dient man dem Orden bis in den Tod. Aber ich habe das, was mich zu einer Wächterin machte, vor langer Zeit verloren. Sie haben versucht, mich zu reinitiieren, aber nichts hat funktioniert. Und niemand wusste, wie es geschehen war. Also wurde ich zum Zirkel der Magi geschickt. Als erste Wächterin, die je rausgeworfen wurde. Eine echte Meisterleistung. Allerdings. Ja, dürfte wohl sein, ja. Ihr scheint froh darüber zu sein. Als ich eine Wächterin wurde, schien für mich zunächst ein Traum wahr zu werden. Am Ende allerdings, meine Brüder und Schwestern, sie spürten, dass ich irgendwie den Tod überlistet hatte, war ich froh, dass ich gehen konnte. Im Zirkel war ich dann einzigartig. Plötzlich hatte ich viel mehr Möglichkeiten als zuvor. Also habt ihr den Aufstand der Magier angezettelt? Ich habe offen die Befreiung der Zirkel gefordert. Aber für das, was folgte, trage nicht nur ich die Verantwortung. Und ich würde es wieder tun. Trotz des entstandenen Chaos. Was passiert ist, musste passieren. Ja, da hat sie auch nicht Unrecht. Dann seid ihr immer noch Großverzauberin? Jeder Anspruch auf diesen Titel ist mit den Zirkeln der Magie erloschen. Wenngleich mich einige Leute bis heute so nennen. Vielleicht werden die Zirkel eines Tages wiederbelebt. Aber dann wird ein anderer die Position einnehmen. Bis es soweit ist, führe ich meine Magierkollegen an. Ich werde für sie tun, was ich kann. Ihr denkt, dass sie die Zirkel der Magie nach allem, was passiert ist, wieder aufleben lassen? Kommt ganz darauf an, wer die nächste Göttliche wird und was sie anzubieten hat. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Aber endlose Kriege helfen niemandem. Deshalb versprach ich, an Justinias Konklave teilzunehmen. Es muss eine andere Lösung geben. Ja. Was ich noch fragen wollte, wie genau haben die Venatori in Redcliffe die Kontrolle übernommen? Solange wir dort waren, fanden immer wieder Magier zu uns. Nachzügler. Die meisten von ihnen Fremde. Ich konnte nicht wissen, dass einige von ihnen aus Tevinter kamen. Sie haben Gerüchte verbreitet, den Wunsch nach einem Bündnis bestärkt. Und wir waren verzweifelt. Ich bin auf unsere Entscheidung nicht stolz. Aber wir waren uns sicher, dass die Templer bereits marschierten. Es hätte weit schlimmer enden können. Na ja. Tja. Mein Glück gehabt, dass nichts passiert ist eigentlich. Na ja, nichts weiter, dass wir die Zeit wieder zurückdrehen. Ja, das meine ich ja damit. Ja. Ich nehme an, mit den Magiern ist alles in Ordnung? Es gab ein paar Reibereien mit euren Templern. Aber alles in allem läuft es gut. Gut. Ich will nicht weiter stören. Hier ist was zum Lesen. Die Torheit von General Nichtschritten. Na, das ist ja mein Kodex-Eintrag. Ja, also. Und darfst trotzdem bis unten blättern. Falls es jemand lesen will. Erfreulich kurz. Elisma, wer bist du denn? Ich grüße euch, Inquisitor. Ich bin hier, um euch bei jedweden Nachforschungen zu helfen. Ihr werdet feststellen, dass meine Fähigkeiten außerordentlich sind. Ich hoffe, sie erweisen sich als nützlich. Aha, Minaves Nachfolger. Aha. Übernehmt ihr Minaves Pflichten? Ja, sie sagte, sie würde anderswo gebraucht.
und dass ich der Inquisition nach besten Kräften dienen soll. Was macht sie? Das hat man mir nicht gesagt. Naja, falls sie denn doch gestorben wäre, haben sie das schon mal vorgesorgt im Spiel, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Wurdet ihr besänftigt? Ja, das wurde ich. Es war notwendig angesichts der böswilligen Natur, die Magie zu einer gefährlichen Kunst machte. Ich weiß noch, die Zeit war schwierig, aber ich erinnere mich nicht, warum. Allerdings sind meine Fähigkeiten hier von großem Nutzen. Tja, und welche sind das? Wie könnt ihr der Inquisition dienen? Ich soll euch bei der Erforschung all jener Kreaturen helfen, auf die ihr bei eurem Wirken als Inquisitor stoßt. Ja. Was genau qualifiziert euch? Ich erinnere mich, dass ich Tiere mochte. Warum, weiß ich nicht mehr. Na gut. Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Sie sind nicht optimal angesichts der Möglichkeiten. Die Himmelsfeste sollte verbessert werden. Oder unsere Bemühungen werden stagnieren. Okay. Ja, die Himmelsfeste könnte ein bisschen Aufräumungsarbeiten. Oder machen wir jetzt mal Schluss. Und Ausbau gebrauchen. Das heißt, du kannst auch die Forschung abgeben, falls du welche hast. Du hast keine, dachte ich mir. Okay. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Dann geht's ja weiter mit den Gesprächen. Ja, dann müssen wir unsere Runde fortsetzen. Genau. Okay, ciao. Bis dann. Tschüss.